Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Ja, nach einer ganzen Weile mal wieder ein bisschen Java. Und zwar liegt es daran, dass mir klar geworden ist, dass viele irgendwie immer noch nicht so ganz Objektorientierung verstanden haben und ich auch ein paar Sachen rausgefunden habe, die ich so noch nicht kannte. Ja, und die möchte ich euch natürlich gleich mal weitervermitteln. So, also ich habe hier schon mal ein kleines neues Projekt erstellt. Ihr seht hier, mittlerweile haben wir ganz schön viele Projekte hier. Ja, wir haben hier Objektorientierung 2, habe ich das Projekt mal genannt. Und wir haben hier die Klassen Main, da wird nachher unsere Main-Methode reinkommen, die ich hier irgendwie schlauerweise noch nicht reingepackt habe. Dann haben wir hier eine Elefantenklasse, eine Hundklasse, die logischerweise links davon steht, und hier eine Tierklasse. So, ja, logischerweise sind Hund und Elefant natürlich mal ein Tier. Deswegen extenden wir die mal, genauso wie wir es gerade getan haben. Ich denke mal, also Grundkenntnisse in Objektorientierung habt ihr jetzt mittlerweile. Das heißt, ihr könnt extenden und ihr wisst grundsätzlich, was Vererbung ist. Aber ich möchte euch trotzdem jetzt nochmal kurz hier so einen kleinen ja, Einblick geben, dass ihr wisst, wie das wieder funktioniert. So, also wenn wir jetzt hier eine Anzahl, keine Ahnung, blöd, Hund und Elefant haben gleich viel Beine, dann würde ich sagen Stoßzähne. Nee, sagen wir trotzdem Beine. Wir schreiben es klein. Ja, wir sagen hier einfach int Beine und wir sagen, hier haben wir eine Methode. Void. Ich schreibe da vorne dran extra mal public noch, hier auch, damit wir nachher den Unterschied schön wissen. Ich möchte jetzt hier mit euch erstmal ein Beispiel aufbauen und in den nächsten Videos werden wir dann halt die komplizierteren Sachen machen. Mache dich bemerkbar. Sowas in der Art. Ich glaube, so ein ähnliches Beispiel hatte ich auch schon mal gemacht. Halt, stopp. Hier haben wir natürlich noch keine Implementierung davon. Dann machen wir die ganze Klasse hier abstrakt. So. In der abstrakten Klasse müssen nicht alle Methoden Rümpfe vorhanden sein. Jetzt komm schon, mach mal hier. So. Ja, genau, machen wir die Methode abstrakt und dann passt die Sache. So, das heißt natürlich jetzt aber, dass diese Klassen hier diese Methode implementieren müssen. Wir müssen also die für alle Klassen, die hier ein Tier sind, müssen wir die Methode mache dich bemerkbar implementieren. Und ja, ich bin jetzt irgendwie gerade Android Studio gewöhnt, mit diesem schönen Leerzeichen und Steuerung Leerzeichen drücken und Alt Enter. Das funktioniert da immer so toll. So. Der Hund macht natürlich einfach mal Sys out Wuff. Und der Elefant macht Sys out Türö. So. Okay. So, in der Main-Methode, ich packe die mal kurz hier rein, während ihr wartet. So, jetzt habe ich euch mal kurz pausiert. Ihr müsst es ja nicht mit angucken, während ich die hier schreibe. In dieser Main-Methode machen wir jetzt Folgendes. Und zwar schreiben wir uns eine Array-Liste, Array-List, nicht importiert natürlich, an Tieren. So, und sagen hier Tiere gleich New. Und dann sehen wir auch schon gleich, warum Objektorientierung eigentlich cool ist, weil wir hier tatsächlich mehrere Tiere oder mehrere Tierarten reinpacken können, die nicht unbedingt Tiere sein müssen. Es können ja auch Elefanten sein. Denn jedes Tier, wie wir wissen, hat die Methode mache dich bemerkbar, die wir hier aber gar nicht implementiert haben. Und hier können wir dann einfach sagen, die Tiere machen sich mal bemerkbar. Das heißt, wir sagen hier drin in dieser Array-Liste einfach Tiere.add und dann sagen wir hier new, new Hund. Braucht keine Argumente. So. Genau. Und Tiere.add. Upsala, da wollte ich nicht hin. Tiere.add. New Elefant. So. Sehr schön. Okay, und jetzt rufen wir natürlich. Ich schreibe das Ganze mal in eine Vorschleife. Da werden nämlich gleich noch mehrere dazukommen. New. Ja, natürlich. New. I kleiner. Tiere Punkt Size i++. Okay. So, und jetzt sagen wir hier nämlich Tiere an der Stelle i Punkt mache dich bemerkbar. Und das war's dann auch schon. So, jetzt erwarten wir natürlich, wenn wir hier den Hund haben, dass er Wuff macht und der Elefant macht Türö. Wenn ich das hier ausführe, kommt das auch raus.
Wir können jetzt aber hier auch noch Folgendes machen. Das ist so ein kleiner Trick, den man so gar nicht so oft kennt. Wir müssen die Klasse nicht wirklich offiziell irgendwie deklarieren als Klasse. Wir müssen nicht sagen, das ist jetzt ein Elefant oder das ist ein Hund oder was auch immer. Wir können uns einfach ein neues Tier erstellen. Und zwar mit einer anonymen inneren Klasse. Wir müssen hier hinten dran allerdings auf jeden Fall dieses Semikolon setzen, das dürfen wir nicht vergessen. Und ja, dann, wenn wir hier Enter drücken, dann wird hier automatisch schon diese Methode mache dich bemerkbar überschrieben, denn der Compiler, beziehungsweise eigentlich Eclipse, erkennt, dass hier Tier eine abstrakte Klasse ist. Und in der abstrakten Klasse, wenn die instanziiert wird, muss immer jegliche abstrakte Methode implementiert werden. Das heißt, wenn jetzt hier noch mehrere abstrakte Methoden wären, dann müssten wir hier die hier auch implementieren. Und ja, jetzt haben wir uns hier irgendein Tier kreiert. Wir wissen aber nicht unbedingt, was es ist. Ich mache jetzt einfach Miaus, genau. Miau. Das heißt, wir wissen quasi, dass es eine Katze ist, aber es ist von der Klasse her eigentlich bloß ein Tier. So, und wenn wir das jetzt laufen lassen, dann kommt natürlich genauso raus Miau. Das heißt, wir haben hier ein Tier kreiert, das eine anonyme Klasse hat. Und diese Klasse hat auch nicht wirklich einen Namen. Wir haben hier einfach den abstrakten Typ Tier instanziert, indem wir eine Methode, beziehungsweise die abstrakte Methode, die wir reingeschrieben haben, auch wirklich einen Methodenrumpf gegeben haben. Also wir haben was reingepackt und können es deswegen auch ausführen. Abstrakte Klassen müssen immer irgendwie instanziert werden. Also wenn sie instanziert werden, müssen alle abstrakten Methoden ja, implementiert werden. Und das macht man dann ebenso. Vergesst hier nicht, die Klassendefinition geht bis hier. Die Klammern, also diese Klammer hier, ist quasi die schließende Klammer zu dem Tiere.add und logischerweise, da wir das überall haben, muss da hinten dran natürlich auch noch ein Semikolon. Egal, ob das jetzt in einer Zeile steht oder ob das in 50 Zeilen steht, hinten dran muss ein Semikolon, Punkt. Oder besser gesagt, Semikolon. Ja, genau. So, jetzt haben wir also hier eine anonyme Klasse mal gemacht und ich glaube, das war auch schon das erste Neue, was ihr noch gar nicht gekannt habt. Und ja, hier sehen wir dann natürlich auch gleich den Grund, warum man sehr gerne Objektorientierung benutzt. Ja, theoretisch haben wir hier immer noch, wir könnten immer noch rauslesen, was denn jetzt was ist. Also wir wissen, dass das hier ein Hund ist und dass das zweite Tier ein Elefant ist, beziehungsweise das erste und das nullte Tier ist ein Hund. Und das dritte Tier ist halt einfach irgendein instanziertes Tier. Das heißt, wir könnten das immer noch so benutzen. Wenn wir jetzt aber tatsächlich erzwingen wollen, was genau denn jetzt hier welchen Typ hat und wir wirklich machen wollen, dass wir es nicht sagen können, dann können wir auch einfach sagen, wir nehmen irgendeinen Input vom User und wenn dieser Input gleich Hund ist, ups, dann brauchen wir die anderen Anführungsstriche. So, wenn der User das hier eingibt, dann machen wir hier Tiere.add und sagen New Hund und die Klammern vergisst Eclipse natürlich wieder. Und ansonsten sagen wir machen hier einen neuen Elefanten rein. Na, was ist los mit dir? Jetzt aber. New Elefant. So. Und ja, Input sei jetzt mal dahingestellt, das werde ich jetzt hier nicht noch implementieren. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn der User Hund eingibt, dann wird dem Ganzen hier ein Hund hinzugefügt. Wenn der User allerdings was anderes eingibt, dann kriegt der User einen Elefanten geliefert. Und ja, jetzt können wir tatsächlich hier unten nicht mehr sagen, was an der Stelle, wir sind hier an der Stelle 3, was an der Stelle 3 in dem Tiere oder in der Tiere-Liste drin steht. Das heißt, wir können nicht sagen, ist das jetzt ein Hund oder ist es ein Elefant. Wir müssen tatsächlich darauf vertrauen, dass der Compiler automatisch die richtige Methode nimmt. Denn er könnte sich entscheiden zwischen der Methode hier, dieser abstrakten Methode. Sprich, die Methode von dem Elefant oder die Methode von dem Hund. Und wenn wir jetzt nämlich diese Methode hier oben auch noch irgendwie instanziieren, also nicht mehr abstrakt machen, ich meine so, sagen wir hier einfach mal Tier, dann wird die hier unten automatisch überschrieben. Hier können wir sie auch noch überschreiben. Das ändert daran nichts mehr. Das heißt, wir sagen hier einfach Add Override. Das geht übrigens auch, wenn wir hier einen Elefanten kreieren, können wir hier auch Add Override und dann diese Methode, also ich kopiere das einfach mal hier gerade, dann seht ihr, was ich meine. Das geht auch, wenn wir einen Elefant kreieren.
Wir sagen einfach, wir überschreiben jetzt diese Methode, mache dich bemerkbar für den Elefanten. Dieser eine Elefant, den wir hier erstellt haben, der gibt dann halt Miau aus. Mein Gott, ist dann halt so. Muss man aber hier nicht machen. Das muss man nur machen, wenn sie abstrakt ist. Hier haben wir jetzt ein Tier kreiert, das Miau ausgibt, aber standardmäßig würde einfach Tier ausgegeben werden. So, und hier unten, wenn wir jetzt durch den Input entscheiden lassen, was ist es denn jetzt? Ist es ein Hund oder ein Elefant? Dann muss natürlich unser Compiler hier unten automatisch die richtige Methode auswählen. Denn wir wissen ja jetzt hier, da das wirklich von dem User abhängt, also von der jeweiligen Laufzeit, wissen wir nicht, ob das ein Elefant ist und wir wissen, oder ein Hund. Das heißt, der Compiler muss automatisch sagen, okay, hier wird mache dich bemerkbar ausgewählt. Es ist ein Tier, ja, aber wir wissen, dass es ein Hund oder ein Elefant ist. Und je nachdem, sagen wir mal, der User hat Hund eingegeben, dann wird hier diese mache dich bemerkbar Methode aufgerufen und es wird Wuff ausgegeben. Ist es aber ein Elefant, dann wird automatisch die Methode vom Elefanten ausgegeben. Und das ist eben das Coole, warum man hier so gerne Objektorientierung einsetzt. Man muss es wirklich nicht wissen, man kann sich, ja, man kann sogar den User entscheiden lassen, was man denn gerne hätte. Und es wird automatisch die richtige Methode aufgerufen. So, ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen klarer geworden ist. Und es werden noch mehr Videos zu der, ja, zu dieser Thematik folgen, denn da gibt es noch viel zu sagen dazu. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.